Ja, wir sind online auf YouTube, derzeit im Stream live. Ich habe mir gedacht, ich führe euch ein bisschen herum auf den Bühnen. Wir haben allerdings noch 3 Minuten Zeit, bis es losgeht. Ich wollte nur schon mal online gehen und erledige noch so ein paar kleine Details im Hintergrund, während der Stream schon läuft. Also nicht wundern, wenn ich gleich nochmal eben aus dem Bild verschwinde und noch ein paar Dinge tue. Ich möchte das gerne mal testen, nachdem ich es auf Twitch zunächst probiert habe. Wie ich fand, technisch doch sehr überzeugend eigentlich, habe ich das Ganze jetzt auf YouTube verlagert, nachdem sich herausstellte, dass Second Life bei YouTube, nee, nicht bei YouTube, bei Twitch in der schwarzen Liste steht. Man darf keine Second Life-Inhalte mit Twitch übertragen. Muss man akzeptieren, ist so. Deswegen jetzt dieses Format in Anführungsstrichen bei YouTube. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht interessant, auch 2 Wochen vorher mal ein paar der Bühnen zu sehen. Ich begrüße die beiden Zuschauer, die jetzt schon da sind. Hallo, grüße euch. Schön, dass ihr reinschaut. Wie gesagt, wir haben noch 1, 2 Minuten Zeit. Ich will noch mal kurz eine Meldung bei Facebook heraushauen, dass ich jetzt online bin. Solange werde ich aus dem Bild heraus sein und ihr hört mich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich denke, das ist kein Problem. Wie gesagt, um 18 Uhr dann wirklich geht's direkt los. Ihr könnt mal ausprobieren, ob man diesen Chat benutzen kann, der hier angeboten wird. Eventuell nur, wenn man bei YouTube eingeloggt ist, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es gerne mal tun. Ah, Gernot, hallo. Nö, das habe ich selbst abgebremst. Ah, da. Mindestens eine Person kommt mir sehr bekannt vor. Nein, ich bin einfach darauf aufmerksam gemacht worden und habe dann gesehen, es gibt eine Liste und habe dann da mal nachgeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass Second Life drin ist. Second Life hat versucht, das zu ändern, diesen Status, da mit Twitch ins Gespräch zu kommen. Aber Second Life hat natürlich gewisse, sagen wir mal, dunkle Ecken oder ist nicht immer voll kontrollierbar. Wir würden natürlich hier dafür sorgen, dass durch unsere Bühnenbilder nicht irgendjemand durchmarschiert, aber da das nicht jeder Anwender so ernst nimmt, ist klar, dass die da ein bisschen Schiss haben. Ist halt nur lustig, dass sie solche Dinge wie Grand Theft Auto zum Beispiel, wo du dann deine Puffs verwaltest, das würde sie nicht weiter belasten. Oder irgendwelche Ballerspiele, die dann auch eigentlich in dem Sinne nicht jugendfrei sind. Ja, aber wie auch immer, das sind so technische Details. Wie gesagt, hau noch mal eben kurz eine kleine Meldung raus, um darauf aufmerksam zu machen, was wir jetzt hier tun. Und es geht sofort weiter. So, und da bin ich wieder. Ich begrüße unseren dritten Zuschauer. Hallo, schön euch zu sehen. Und ich würde sagen, wir bringen noch ein ganz klein bisschen Musik mit ins Spiel. Lasst mich doch einfach wissen, wenn diese Musik zu laut ist. Ich selbst kann sie nämlich im Vergleich zum eigenen Text momentan nicht hören. Ich halte mich da an Vorerfahrungen, was die Lautstärke angeht. Wenn sie zu laut ist, sagt mir einfach Bescheid. Ja, also nochmal schönen guten Abend mit Soundtrack live aus Second Life. Und ihr hört im Hintergrund Musik von Psyquence, der diesen Soundtrack extra
gemacht hat für die Virtual Reviews, die ich hier mache, beziehungsweise auch für solche kleinen Sendungen wie diese hier. Danke nochmal PsyQuenz dafür, dass du mir diese Musik zur Verfügung gestellt hast, selbstverständlich seine eigene Komposition und GEMA-frei, ganz klar. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal die Begrüßungszone, in der das am 9. Oktober losgehen wird. Also hier tut sich nicht wahnsinnig viel. Wer hier ankommt, findet auch noch keine Links vor, kann auch noch nicht irgendwo hinspringen. Und es ist sozusagen noch jungfräulich. Aber ich werde euch direkt auf einige Bühnen mitnehmen, die wir in diesem Jahr für die Lesungen vorbereitet haben. Nur ganz kurz ein kleiner Rundgang. Ja, und beginnen werde ich denke mal, im brennenden Theater. Da ist eine etwas ungewöhnliche Bühne. Das brennende Theater ist der Veranstaltungsort hier im Kreativdorf, den Kisip und Miara Lubitsch hier schon seit langem für uns bereitstellen. Hier an dieser Stelle wird Jan-Christoph Nerger lesen. Ihr habt gemerkt, es braucht ein Moment, sich aufzubauen. Das sieht ein bisschen abstrakt aus. Das ist ein eher künstlerisches Bühnenbild. Ungewöhnlich für uns, aber ich freue mich, es ist mal was anderes. Jan-Christoph Nerger hat einen fantastischen Roman geschrieben. Man könnte aber auch sagen, es ist Gegenwartsliteratur. Und es geht um die S7, Irrfahrt übers Zeitgleis. Ich bin sehr gespannt auf diesen Text, den er für uns lesen wird. Und ja, noch einmal mein Dank an Kies und Miara, insbesondere Kies in diesem Fall, der dieses Bühnenbild in seinem eigenen Stil entwickelt hat. Wie gesagt, das weicht ein bisschen ab von unseren anderen Bühnenbildern, die so ein bisschen mehr wie Produkte für eine Filmproduktion aussehen, wie das entsprechende Artwork zu einer Verfilmung, die wir hier zwar nicht erleben, aber die dazu passen würden. Das hier eben, wie gesagt, ein eher künstlerisches Bühnenbild, das ein bisschen von dem abweicht, was sonst bei uns gebaut wird. Üblicherweise ist ja Barlock unser Mann für die Bühnen, und aber zwei Bühnenbilder sind in diesem Jahr von Miara und von Kies, wobei Kies, glaube ich, die Hauptregie übernommen hat diesmal, zum ersten Mal. Mit großer Begeisterung. Die andere Lesung, für die die beiden die Bühne bauen, ist die von M.H. Steinmetz. Da gehen wir in den Bereich Fantasy rein. Ganz was anderes. Und ich bin sehr gespannt, was dazu noch entstehen wird. Ja, was haben wir noch? Schauen wir lieber nochmal auf den Text, ob da irgendwas von eurer Seite noch kommt. Ich begrüße Zuschauer Nummer 4. Hallo, grüß dich. Guten Abend. Wie gesagt, das hier ist im brennenden Theater die Bühne für Jan-Christoph Nerger. Und eine von, ich glaube, 16 Lesungen, die wir vom 9. bis zum 11. Oktober beim 4. virtuellen Literaturkon erleben werden. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Ich habe, wie ich finde, viele interessante Locations zu zeigen, die sich wirklich lohnen. Und ja, springen wir doch mal an eine, wo gerade unser Baumeister Barlock noch aktiv ist. Ah ne, er ist gerade weggehopft. Hier sehen wir noch im Aufbau begriffen. Meint also, es retzt gerade jetzt nach dem Sprung hierher, ist es noch im Aufbau begriffen. Hier sehen wir das Bühnenbild für Sarah Skitschak. Fantasy, die für uns eine Schäreninsel, von uns eine Schäreninsel für ihre Lesung gerne haben wollte. Und Barlock hat sich da heute ein bisschen inspirieren lassen. Der hat uns noch ein paar Anregungen geliefert. Und ich sehe im Hintergrund, die beiden Sterne sind gerade nicht richtig geretzt. Insgesamt seht ihr 3 Sterne im Hintergrund. Das ist allerdings kein Fehler der Bühne. Das liegt an meinem Computer jetzt in diesem Augenblick, dass er die noch so etwas eckig darstellt. Das wird am Lesungsabend anders sein. Wie gesagt, das ist nur ein Retzfehler, den mein Rechner jetzt in dieser Sekunde genau macht. Und ja, hier ist aber auch noch... Wie soll man sagen, hier sind wir noch am Bau, hier sind noch die Bauarbeiten und es ist noch nicht ganz komplett. Aber das, was ihr jetzt hier seht, ist heute an diesem Tag entstanden und ich finde es eigentlich sehr, sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Ja, das ist für Sarah Skitschak, Fantasy nochmal, also es gibt nicht nur Science Fiction,
Wir haben auch jede Menge Fantasy mit dabei. Naja, springen wir zur nächsten Location für Melanie Vogeltanz. Sie hat sich gewünscht ein Casino im ägyptischen Stil. So ein Mittelding zwischen ägyptischem Tempel und Las Vegas Casino. Das hier soll dann tatsächlich auch ein Las Vegas Casino sein. Ich finde, es ist wunderbar umgesetzt. Die Gestalten hinter mir sind keine Avatare, sondern fest installierte Figuren. Herrlich finde ich auch die Spiegelung im Boden. Mittlerweile kann Second Life Spiegelungen, allerdings zeigt sie nicht jeder Rechner an, je nach Einstellung, sodass wir hier, nicht wir, sondern das Barlock hier, auf einen Trick zurückgegriffen hat, den man schon sehr lange in Second Life benutzt, wenn man zum Beispiel Spiegelungen in Pfützen haben möchte. Ich zeige es euch eben, was passiert. Kleiner Kameraschwenk, Achtung. Ihr seht hier unten, unter der Oberfläche ist nochmal exakt dasselbe aufgebaut, sodass wir den Anschein einer Spiegelung haben. Tatsächlich ist es faktisch nochmal doppelt geretzt. Das ist also wirklich zweifach da. Immer so ein kleiner Einblick in die Tricks, mit denen man auch in Second Life arbeitet. Ich sagte ja vorhin schon Stichwort Filmproduktion. So ein bisschen ist das hier auch so. Produktionsdesign war das Wort, das mir ums Verrecken gerade nicht einfallen wollte. Hier ist auch immer so ein bisschen Produktionsdesign. Melanie hat bereits geschrieben, dass ihr dieses Dekor, dass ihr diese Bühne sehr zusagt. Mir persönlich auch. Ich finde sie schön. Ist wirklich toll geworden. Wir haben aber sehr viele unterschiedliche... Übrigens ist das hier der Handlungsort eines Fantasy-Romans, der aber auch in der Gegenwart spielt. Ich könnte von Urban Fantasy sprechen, aber ich lasse mir das lieber nochmal von Melanie Vogeltanz bei ihrer Lesung richtig definieren. Wie gesagt, zu einem Fantasy-Roman. Was haben wir noch? Melanie wird übrigens in diesem Jahr zum ersten Mal virtuell lesen. Da sind einige dabei, die zum ersten Mal virtuell lesen. Auch Holger Empol. Ihr seht, wie sich die Landschaft hier im Hintergrund aufbaut. Second Life braucht immer eine Sekunde. Das hier ist die Bühne für Holger Empol, der, ja, angesichts dieser Bühne ist das vielleicht etwas erstaunlich, der aus einer Space Opera lesen wird, die sich noch in Entstehung befindet. Und ja, was das hier mit einer Space Opera zu tun hat, vermag ich auch noch nicht so genau zu sagen. Mir fällt allerdings auf, dass dieser Mähdrescher hier doch sehr, sehr futuristisch wirkt auf den ersten Blick. Also es macht schon irgendwie Sinn. Das hier ist nicht zwingend die Erde. Aber wir werden es erfahren, sobald Holger dann auftritt bei uns. Schau noch mal rüber. Und ich sehe, der Karpfen ist da. Hallo Karpfen, grüß dich. Ja, das ist die Bühne für Holger Empol. Schauen wir mal, was wir sonst noch zu bieten haben. Es wird auch Musik geben, Psyquence wird auch live spielen. Der Komponist unseres Soundtracks hier wird live dabei sein. Ihr seht hier auch Marak, aber da fliege ich noch nicht mit euch hin. Springen wir doch mal zum Peter Hohmann in seine Bühne. Die wird ein bisschen dunkler werden. Schauen wir mal. Ja, Peter Hohmann wollte gerne einen modernen Serverraum. Und den hat er von uns auch bekommen, besser gesagt von Barlock. Ich finde, das ist ein äußerst gelungenes, atmosphärisch dichtes Bühnenbild hier. Schauen wir uns mal kurz um, wie das hier aussieht. Hier ist, soweit ich das verstanden habe, eine KI zu Hause, um die es in Peters Hightech-Thriller gehen wird. Bin sehr gespannt drauf. Er hat das Bühnenbild auch schon gesehen, war davon recht angetan, war mein Eindruck. Und ja, ich bin es auch. Mir gefällt es auch sehr gut, muss ich sagen. Hat was. Das Schöne ist natürlich, dass man bei diesen Veranstaltungen hemmungslos seinem Spieltrieb frönen kann. Ganz besonders ich als Organisator und Moderator kann ich natürlich hier immer schon rumlaufen und muss gar nicht viel machen. Ich baue ja nichts. Ich bin immer nur derjenige, der sagt, ich hätte gern. Und sowohl Barlock als auch Gies und Miara sind dann diejenigen, die diese Dinge umsetzen. Ich weiß auch nicht, wie ich zu meinem Glück komme, aber ich finde ganz fabelhaft, dass sie das machen.
Was haben wir noch? Wo können wir noch hin? Ich muss immer etwas aufpassen. Das sind sehr, sehr viele Knöpfe. Viele Knöpfe sind gefährlich, wenn man gleichzeitig spricht. Springen wir auf die Bühne für Stefan Junghans, der uns auf den Mars entführt. Und ich befürchte, in dieser Sekunde braut sich da ein Sandsturm. Ach, es ist wieder furchtbar. Wir haben einen Sandsturm gerade. Einen wirklich heftigen Sandsturm. Ja, das schränkt die Sicht schon erheblich ein. Meine Güte. Ja, auch das ein wunderbares Bühnenbild. Übrigens hat sich Barlock nicht nehmen lassen, einen der aktuellen Mars-Rover zu bauen. Sogar den aktuellen Rover. Der gerade gestartet ist. Und wir sehen hier dieses wunderbare Fahrzeug, das ich gerne persönlich als Wohnmobil hätte. Ist nach einer Skizze von Stefan entstanden. Stefan hat skizziert, sehr gut übrigens, kann offenbar recht gut zeichnen. Und Barlock hat es dann dreidimensional umgesetzt. Ich finde das herrlich, wie solche Zusammenarbeiten funktionieren. Das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt, dass das Artwork direkt nachher in ein Bühnenbild umgesetzt werden kann. Zum Beispiel bei der Lesung von Judith Vogt Romanova, aber jetzt auch bei der Lesung Aces in Space. Auch da sind die Raumjäger von verschiedenen Künstlern entworfen worden für das Spiel Aces in Space. Der Roman heißt Ace in Space. Und wir haben diese Jäger dann hier, weil Barlock sie gebaut hat. Er hat, glaube ich, insgesamt 6 verschiedene Jägertypen gebaut. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Hier also das wunderbare Bühnenbild für Stefan Junghans. Gefällt mir ganz, ganz ausnehmend gut. Ja, Jens Geres sehen wir hier, Van den Boom sehen wir auch, viele bekannte Namen. Springen wir zum Steampunk, in Anführungsstrichen, Steampunk-Bühnenbild, es ist ein Steampunk-Roman. Es spielt in viktorianischer Ära, aber der Handlungsort ist, wie man hier sehr schnell erkennen kann, offensichtlich ein ägyptischer. Ups, da hat sich irgendjemand nach draußen befreit, offenbar. Schauen wir mal. Ui, 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 ui. Das sind die weniger komfortablen Gästezimmer hier. Wunderbar detailliert, dieses ägyptische Grab. Was auch immer Unheilvolles hier geschehen wird, wir wissen es noch nicht. Hallo Dorena, grüß dich. Kein Problem. Ich hätte fast dasselbe. Mir wäre fast dasselbe passiert. Ja. Ja, also das alte Ägypten für Jens Geres. Ihr werdet in dieser Kammer seiner Lesung lauschen können. Ich würde nicht zu tief einatmen. Ihr kennt das Problem mit den alten Schimmelpilzen. Aspergillus flavus. Ein nicht ungefährlicher Kandidat, wenn ihr ihn einatmet, der vor allem bei Vorbelastung durch Lungenkrankheiten durchaus zum Tode führen kann. Fragen wir Howard Carter, der ja eines der Opfer dieser ja nicht wirklich mysteriösen Erkrankung war, durch Schimmelpilze aus den alten Gräbern, auch bekannt als der Fluch des Pharao. Ob es darum geht, tatsächlich im Roman, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. Es fällt mir nur gerade ein, wo wir hier stehen, und ich bemerke, dass ich meinen Mund-Nasen-Schutz vergessen habe. Ja, was haben wir noch? Wir haben eine faszinierende Location für die Lesung von Alan J. Stark. Insbesondere mit dieser, ich sage mal, halb-mechanoiden Kreatur hier. Barlock baut normalerweise keine Kreaturen. Hier hat er eine Ausnahme gemacht und hat sich dabei an ein Coverbild gehalten von Alan J. Stark. Und es ist sehr überzeugend geworden, wie er das umgesetzt hat. Gefällt mir sehr. Bin auf die Lesung von Alan gespannt. Und finde das eigentlich ganz, ganz fabelhaft, was ich hier sehe. Ich wundere mich übrigens gerade, dass ich eine Stimme höre, und es ist ganz klar, es ist meine eigene, weil ich hier den YouTube-Kanal aktiviert habe und mich immer mit einer gewissen Verzögerung selber höre. Axel Kruse wird dabei sein. Er ist Space Opera Autor und wollte auch eine entsprechende Kulisse von uns.
Das ist doch nicht im Weltraum. Nein, meine Lieben, das ist nicht im Weltraum. Das ist interessanterweise ziemlich authentisch Essen-Kettwig. Denn Axel Kruse liest nicht aus einer Space Opera, sondern aus einem Zeitreiseroman. Und der spielt in seiner Heimatstadt Essen-Kettwig. Und der Witz ist, dass meine Frau etwa auch seit dem letzten Jahr sehr gerne immer mal wieder einfach so nach Essen-Kettwig fahren. Die haben übrigens auch einen tollen Antikmarkt da. Und gerade diese Ecke kennen wir gut, weil wir da häufig bummeln gehen. Und es ist witzig, das jetzt hier als Second Life-Szenario zu sehen. Wie gesagt, hier wird die Lesung von Axel Kruse stattfinden. Übrigens, wundert euch nicht, da am Himmel, ihr seht tatsächlich bei der Einstellung, die ich hier habe, könnt ihr die Etagen, die Bühnen über uns auch sehen. Also nicht über diese kleine Störung am Himmel wundern, das sind Bauwerke, die sich über uns befinden, andere Bühnen. Aber ich finde, das ist hier so überzeugend, gerade wenn man da schon mal war und diese Ecke kennt, das ist im Prinzip 1:1 umgesetzt. Wobei Barlock natürlich in der Schweiz lebt und noch nie hier war. Aber mit Hilfe von Fotos lässt sich sowas ja gut vermitteln. Das ist also die Lesung für Axel Kruse, bin sehr gespannt drauf. Zeitreiseroman und in seiner Heimatstadt. Können wir vorstellen, auch für ihn eine sehr interessante Kombination. Was haben wir noch? Ja, wir haben so einiges noch. Was mir persönlich sehr, sehr gefällt, ist eine Kneipe. Und zwar diese hier. Eine sehr spacige Kneipe, muss man sagen. Im Grunde ist das das Dead End aus dem Roman Ace in Space. Wir sind hier nämlich, wenn ihr rausschaut aus dem Fenster im Weltraum, und ihr seht, da ist schon richtiger Traffic vor dem Fenster. Oh, da fliegt einiges vorbei. Finde ich herrlich. Das diffuse Flimmern ist der Schutzschild, sonst würde uns die Luft hier ausgehen. Aber ich führe euch mal nach unten. Denn hier seht ihr gar nicht, wo wir eigentlich sind. Hierzu gehört nämlich auch noch ein Hangar und ein Raumdock, das ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte. Ich gehe mal da runter. Mit euch ins... Ja, jetzt bin ich hier auf ein Schutzschild gelaufen, wie es scheint. Hier geht's weiter. Gehen wir mal hier durch einfach und kommen in diese wunderbare Hangar-Konstruktion. Ihr seht, da kommt gerade eine Fähre rein, wo die wohl hinfliegt. Erstaunlich. Und wir sehen hier auch einen der Raumjäger aus Ace in Space. Oder gerne auch Aces in Space. Der ist gerade in Reparatur. Und wie es der Zufall will, starten von hier aus auch so einige Fähren durch unsere Bühnenbilder. Und ich denke mir, vielleicht habt ihr Lust, einen kleinen Rundflug mit einer von ihnen zu machen. Ich hüpfe nochmal auf die hier. Schauen wir mal, wo uns die hinbringt. Ah, man sieht, hier ist einiges los. Über uns übrigens der Raumkreuzer für Dirk van den Boom. Also seine Lesung. Da fliegen wir jetzt allerdings nicht hin, sondern wir fliegen zum sogenannten Sky Dome. Ihr könnt übrigens diese Flüge alle demnächst selber mitmachen, wenn ihr möchtet. Und ihr erkennt vielleicht unter mir den Sandsturm, der auf der Marsoberfläche für Stefan Junghans tobt. Hier der Sky Dome. Ein Erholungsort, an dem ihr es euch gemütlich machen könnt. Vielleicht finden wir sogar einen Retzi-Blogger, der sich mit einem unserer Autoren hierher zurückziehen möchte, um ein kleines Interview zu führen. Wer weiß das schon? Das mag alles passieren. Ich finde, der Sky Dome ist dazu der ideale Ort. Macht Spaß, sich hier aufzuhalten. Ist einfach toll. Ja, ihr seht hier, die Fähre fliegt weiter. Es gibt verschiedene Orte, die sie noch ansteuern wird und kann. Was könnte ich euch noch zeigen? Was haben wir noch im Programm? Ja, wir haben, wie ich schon erwähnte, Musik für Psyquence. Haben wir hier diese wunderbare Bühne mitten im Weltall. Spaciger geht's eigentlich nicht. Psyquence wird live Elektronik spielen. Umgeben von all diesen wunderbaren Raumschiffen. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Frachter gerade unterwegs. Und über uns befinden sich auch einige Raumfahrzeuge.
Ah ja, da ist die Aurora über uns. Die gerade von dem Frachter angeflogen wird. Ja, also ist schon mächtig was los, obwohl noch keine Zuschauer da sind. Am 9. Oktober geht's los, dann könnt ihr auch mit dabei sein. Ich hoffe, dass ich dann einige von euch hier sehen werde. Es lohnt sich einfach herzukommen, denn wir haben wirklich einiges anzubieten. Ich glaube, es wird schon ein wirklich tolles Event werden. Ja, ein letzter Sprung auf eine Bühne, die noch in Entstehung begriffen ist. Auf dem Wasser sind wir auch. Für Rahel Wisdorf, für seine Lesung. Fantasy diesmal. Das Segelschiff verrät es ein wenig. Ja, für mich war das ein kleines Experiment. Ich wollte sehen, wie das funktioniert, wenn ich nach YouTube übertrage direkt. Und ich wollte das einfach mal ein bisschen ausprobieren und gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich schon ein bisschen umzuschauen. Ich werde sicherlich in der nächsten Woche nochmal weitere Einblicke in die Bühnen geben. Aber das sollte ein erster Eindruck sein und mehr von eurer Zeit will ich auch gar nicht stehlen. Ich empfehle noch unbedingt das Event für Moria drüben in Dorenas World. Ab 20 Uhr, letzter Tag heute, Torben Asp spielt live elektronische Musik. Ihr könnt das auch hören bei www.radiorotedora.org. Sehr engagiert gemachtes Event. Sie sammeln Spenden für Alea Horst. Hoffentlich habe ich das jetzt falsch, hoffentlich nicht falsch ausgesprochen. Alea Horst ist unter anderem in Moria und hilft dort direkt vor Ort. Tolle Aktion. Vielleicht schaut ihr da heute Abend nochmal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ansonsten, bei uns geht es los am 9. Oktober, also übernächsten Freitag. Nicht mit Second Life, sondern unser erster Programmpunkt ist live bei Twitch. Dann werdet ihr erleben Judith Vogt, Christian Vogt, Dirk van den Boom, Axel Kruse, Alan J. Stark, Holger M. Pohl, die mit mir ein bisschen talken werden und ich werde sie einer kleinen Spielshow zum Thema Space Opera aussetzen. Ja, gut. Das alles ab dem 9. Oktober. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend. Und sage mal, bis in Kürze. Macht's gut.